Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Theros Beyond Death Draft. Wir sind direkt mal ins Pack reingesprungen, ja, gar keine Zeit verstreichen lassen. Und werden uns auch nicht lange an diesem Pick aufhalten, denn Cetessen Champion ist einfach nur krass. Das nenne ich mal ein richtiges Payoff, Constellation Payoff. Also, es würde selbst ohne den Plus 1 Counter. Wäre das eine ziemliche Bombe hier in diesem Format. Keine Frage, dass wir die nehmen. Ich lasse mich nur noch schnell die anderen Karten bemerken. Timurett ist ziemlich gut, vor allem gegen Escape. Nessian Wanderer ist exzellent. Mirror Shield ist okay, aber eher, wenn du halt spezielle Kreaturen beschützen möchtest, wie zum Beispiel Cetessen Champion. Chimera ist eine gute Kamm, wirklich starker Flieger. Relentless Pursuit, Nexus Warden sind gut, Omen of the Dead ist nett, Funeral Rites, Starlit Mantle, also richtig gutes Pack hier, aber Cetessen Champion ganz einfach, ganz weit vorne. So, und jetzt haben wir hier noch, ja, auch ein paar tolle Sachen. Shoalcraken ist oh, ganz ordentliches Enchantment Payoff, also ganz ordentliche Constellation-Karte. Aber nicht super, ist halt. Die Fähigkeit hilft dir jetzt zum Beispiel nicht mehr dabei, irgendwie deine Länder aufzubauen, weil die Karte halt schon 5 Mana kostet, ne? Aber ist natürlich auch später gut, immer noch die überflüssigen Länder abwerfen zu können, dafür eine neue Karte zu ziehen. Mystic Repeal bin ich sehr beeindruckt von. Ist einfach ein wirklich super guter Removal Spell hier. Aber nicht immer. Und es kommt leider häufig genug vor, dass du ihn nicht gebrauchen kannst, dass er nicht wirklich das grüne Source to Plowshares ist, auch wenn ich es gern so nenne. Revoke Existence ist auch ganz nett. Aber ja, praktisch dasselbe Problem. Wir könnten uns jetzt hier einen Typhon nehmen. Das wäre auch eine hervorragende grüne Karte, die sich hier an Cetessen Champion anschließt. Aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich hier lieber den Defon oder den Repeal nehme. Repeal einfach so eine günstige, starke Möglichkeit ist, eben zu interagieren mit dem Gegner. Denke mal, ich kann dem Mystic Repeal hier nicht widerstehen. Auch wenn der Defon auch immer klasse ist. Okay, wir kriegen vielleicht keinen Defon, aber dafür kriegen wir eine Lothem Chimera. Die ist ja auch immer gut, eine davon im Deck zu haben. Ansonsten noch anständige Karten wie Relentless Pursuit, Incendiary Oracle, Final Fair vielleicht auch noch, Sentinel's Eyes, Shoalcraken, Ichthyomorphosis, alles solide. Wir bleiben aber erstmal bei Grün. So, jetzt gucken wir vielleicht mal nach was anderem als Grün. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Blau? Grün-Blau, das haben wir ja auch noch nie gedraftet. Meadowmise Prophecy und Ichthyomorphosis sind da nah beieinander, aber da gebe ich wahrscheinlich dem ersten Ichthyomorphosis den Zuschlag. Die Alternative wäre weiter bei Grün zu bleiben und Relentless Pursuit oder Cetessen Petitioner zu nehmen, aber Cetessen Petitioner ist einfach nicht so gut. Vielleicht eher in Schwarz-Grün, wenn du es halt häufiger wiederholen kannst. Kann das ganz nett sein, aber. Ansonsten gibt es mit dem Nexus Wardens einfach viel bessere grüne Life-Gain-Karten, also so eher halt, ne, defensiver ausgerichtete grüne Karten. Ja, Relentless Pursuit ist nicht schlecht, vor allem mit Escape-Kreaturen. Das ist schon mal klar. Aber ich denke mal, Ichthyomorphosis ist ein gutes Stück besser. Dass wir das hier nehmen sollten. Okay, noch eine Chimera ist hervorragend. Ich hätte aber auch nichts gegen die Moss Viper oder das Plummet fürs Sideboard. Deny the Divine ist auch nicht schlecht. Schöner Counter gegen die Escape-Kreaturen. Naja, und jetzt haben wir unsere zweite Escape-Kreatur abgesahnt. Eventuell unsere dritte. Dritte Chimera. Also drei Escape-Kreaturen sind noch ziemlich vernünftig. Aber ab dann wird es eventuell ein bisschen knapp. Ja, also, ja, in der Hinsicht, ja,
dritte Kamera sollten wir noch nehmen, aber ich hoffe dann doch eher auf ein Chainweb Arachnia oder ein T-Phone an der Stelle. Jetzt könnten wir uns hier ein schönes Sideboard Plummet mitnehmen. Naiad, ne, Towering Wave Mystic nicht so sehr, aber Naiad wäre auch okay. Soulgate Lantern auch. Ich habe halt irgendwie landet Soulgate Lantern dann irgendwie letztlich doch nie bei mir im Deck. Auch wenn sie total spielbar ist. Aber es ist halt eher eine Sideboard-Karte, so in der Hinsicht. Da du das wirklich nur reinholst, wenn der Gegner so extrem um Escape drumherum gebaut hat. Ja, vielleicht sollten wir wegen Setessen Champion einfach Naiad nehmen und ja, damit weitermachen. Ach komm, Soulgate Lantern ist schon ein ziemlich angemessener Pick hier an der Stelle. Wie gesagt, ich habe nur gemerkt, dass ich es letztlich dann meistens eher nicht so spiele. Ja, jetzt haben wir hier doch einen ganz interessanten Pick zwischen Hateful Eidolon und Incendiary Oracle. Warum nicht mal das Incendiary? Warum nicht mal Rot spielen eigentlich? Ich meine, Hateful Eidolon ist nett, auch mit Ichthyomorphosis zusammen. Und wir wollen gerne noch mehr Enchantments haben mit Setessan Champion. Ja, okay, ich habe mich überredet. Ich gehe doch einfach, weil das hier mehr in Richtung halt Enchantment Plan geht, den ich gerne verfolge mit meinem Setessan Champion und mit meinen Nexus Wardens, die ich jetzt aufnehme. Aber Omen of the Dead oder Starlit Mantle wären ja auch okay, denn langsam brauchen wir auch mal ein paar Enchantments, um den Champion auch zu triggern. Okay, die sind mir jetzt auch nicht so wichtig, die Karten hier. Ich denke mal, da wird dann der Shoalkraken jetzt gut sein. Und wir sollten langsam mal nach Enchantments schielen, denn jetzt haben wir schon einen Haufen gute Constellation-Karten und müssen natürlich das auch noch irgendwie ernten können. Warum nicht einfach noch einen Shoalkraken? Ja, klar, natürlich. Natürlich. Also ich denke mal, an Constellation-Karten haben wir jetzt fast schon genug. Wir suchen also nach sinnvollen Enchantments für unser Deck. Zum Beispiel Ichthyomorphosis. Towering Wave Mystic. Kann man sogar spielen, ne? Da der, wenn der connected, werden wir auf jeden Fall uns selber millen und das ist eigentlich ganz gut mit den drei Chimeras zusammen. Plummet für Sideboard ist nett. Und wir sehen eine Elysian Charizard, die nice wäre. Aber ist sie so nice wie Dryad of the Elysian Grove? Ich glaube nicht. Dryad ist natürlich nicht so absurd hier wie im, wie ich sag mal, man ihn Constructed machen kann. Da du dich ja nicht drauf verlassen kannst, dass du diese Karte auch ziehst. Und von daher ist er jetzt nicht unbedingt besser zu. Viel besser zum Splashen als jetzt irgendein Omen of the Hunt oder so. Aber es ist halt noch eine 2-4er-Kreatur dazu, ist ein Enchantment dazu. Und ja, wenn wir mal ein paar Länder zu viel auf der Hand haben, dann können wir die auch ausspielen. Also ich denke mal, ist hier ein vernünftiger Pick, auch wenn er eben nicht so super krass ist. Ein bisschen krasser wäre für uns hier der Nessian Wanderer oder der Chainweb Arachnia. Arachnia ist einfach eine super starke Karte. Der Nessian Wanderer eigentlich halt auch. Und macht halt alle Picks so viel besser. Aber ich weiß nicht, ob er besser ist als ein 4-5er, der einen Flieger tötet, wenn er reinkommt und wir immer wieder aus dem Friedhof holen können. Also ich denke ich mal, muss es hier der Arachnia sein, aber naja, man kann natürlich auch Glück haben und sofort den Nessian Wanderer bekommen. Aber wollen wir jetzt den Wanderer hier oder wollen wir endlich den Typhon? Dann würde ich wahrscheinlich eine Chimera hier rausnehmen, würde den Typhon dafür da rein stecken und dann, dann sollte das eigentlich laufen. Dann sollte das eigentlich ziemlich leicht funktionieren.
Komm, Tifon ist so gut. Vielleicht nicht so gut, dass ich ihn hier an der Stelle hätte. Vielleicht hätte ich ihn nicht nehmen sollen, sagen wir mal so. Aber ich kann den nicht die ganze Zeit vorbeiziehen lassen. Ich mag den eigentlich zu gerne dafür. Hier ist jetzt ein Zetessen-Training, denke ich mal. Ganz klar, der richtige Pick für uns ist ein Enchantment, was unser ganzen Kram triggert. Und ja, eigentlich ist jetzt die eine Hälfte, die wir machen wollen, ist eben unser Escape-Zeug online bringen, um dann im Late-Game einfach mit unserem Tifon zu gewinnen oder mit dem Chainweb Arachnia. Und die andere Hälfte ist jetzt diese Enchantment-Payoffs irgendwie zum Laufen zu bringen. Ziemlich einfach. Ja, in dem Sinne, weder Vexingal noch Hyrex Tower Scout helfen uns super viel bei unseren Plänen, aber Cetessen Training tut das schon. Von daher nehmen wir das. Noch Nexus, ja, Nexus Wardens immer gut. Ich bin immer ein großer Fan von denen. Ihr habt noch eine kleine Enchantment Creature. Warum nicht? Passt gut zu uns. Noch eine kleine Enchantment Creature. Warum nicht? Passt gut zu uns. Noch ein Eidolon, ein Altar. Na, dann nehmen wir ein Stern Dismissal. Wie gesagt, so ein bisschen günstige Interaktion ist immer nett. Chain to Memory, okay, aber die tue ich nicht ins Main Deck. Noch ein Nexus Wardens. Huiuiuiui. Das hier geht ja direkt mal so weiter wie, wie das letzte Deck. Da haben wir grandios verloren. Kleiner Spoiler. Aber vielleicht wird diesmal alles anders. Es kommt ja wieder gut zusammen. Weiß nicht, ob ich zwei Eidolons spiele, aber werde ich vermutlich auch nicht müssen. Oh jo, warum nicht? Packen wir mal First Our Own Games ein. Ist doch nur genau das, was wir haben wollen. In Enchantment und es ist halt einfach eine tolle Karte. Uns fehlt aber bemerkenswerterweise einiges an Removal. Aber ein Drag to the Underworld können wir trotzdem nicht splashen. Omen of the Fort splashen ist auch nicht gut. Wahrscheinlich ist es ein Forerunner. Der kann dem Tifon dann noch Trample verleihen. Ist halt auch ein Enchantment-Creature, was ein Vorteil und ein Nachteil sein kann. Aber hier denke ich mal, ist es ein Vorteil für uns. Haben wir nicht wirklich was, was wir splashen wollen, oder? Ah, dann. Dann ist Forerunner nicht verkehrt. Wollen wir Dreadful Apathy splashen? Es wäre möglich. Nicht unbedingt gut, aber möglich. Haben wir noch Plan mit dem Sideboard. Da sollte es okay sein. In Caryatid ist einfach besser hier. Und eventuell kommt ja was zurück von dem, was wir splashen können. Brine Giant, Omen of the Seas sollte ziemlich einfaches Omen of the Sea sein, auch wenn Relentless Pursuit vielleicht ein bisschen besser ist mit unserem Escape-Kram. Ich denke mal, es ist sogar so, dass das besser ist, wegen unserem ganzen Escape-Zeug. Den Seaguard brauchen wir hier nicht so dringend. Ich denke mal, der Grove Dancer ist da eher richtig. Wir haben sowieso schon viel zu viele Karten im Deck. Da ist die Utropia ja auch wieder. Wie gesagt, schön. Ich habe nämlich auch, als ich so verloren habe letztes Mal, auch sehr geweint und gesagt, nein, ich will dieses Deck unbedingt weiterspielen. Und naja, jetzt bekommen wir das Deck einfach nochmal und gut ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier rein und rausnehmen soll. Wenn, dann spielen wir eher die Karte noch. Das hier machen wir nicht nochmal. Das schien sich nicht gelohnt zu haben. Zumindest Relentless Pursuit, aber ist genau, was wir haben wollen. Wings of Hubris für Sideboard ist okay. Noch ein Stern Dismissal für Sideboard ist auch okay. Omen of the Hunt oder Plummet. Das ist doch ein einfaches Plummet. Jetzt haben wir auch unser Sideboard praktisch wiederholt von letztem Mal. Und ja, bekommen also noch eine Chance. Sehr schön. Ja, was machen wir denn jetzt hier raus?
Boah, auf die Caryatid können wir fast verzichten. Unser Deck ist relativ günstig. Soulguide Lantern brauchen wir nicht unbedingt. Ist eher dann also eine Sideboard-Karte für uns. Wir haben nicht so viel Card Draw, aber Relentless Pursuit zweimal, First Around Games und Citessen Training brauchen also vielleicht das Eidolon auch nicht so dringend. Wie gesagt, wir kümmern uns eher darum, dass unsere Gedönspläne klappen. Escape-Pläne klappen. So, jetzt wären wir auf 40 mit 16 Kreaturen, nur 8 Enchantments. Und sich eine Kurve, die sich total um die 3 dreht, aber auch gut klarkommt, sag ich mal. Aber brauchen wir unbedingt noch einen Shoalkraken? Nicht wirklich. Vielleicht packen wir da noch lieber irgendwas rein, was uns. Was lässt uns denn noch mehr gewinnen oder noch ein bisschen interaktiver sein? Naiad. Nicht wirklich. Gift of Strength vielleicht, weil wir so wenig. War eigentlich eine angemessene Zahl von Kreaturen, aber nicht so wirklich viel Removal haben. Im Sideboard halt noch einiges, aber wir haben Mystic Repeal. Moss Viper zählt so ein bisschen als Removal. Jetzt Gift of Strength. Ichthyomorphosis. Ja, das ist okay. Damit müssen wir wohl fertig werden. Wir sind fast monogrün. Daher ist 10-7 auf jeden Fall okay. Wir brauchen Doppelgrün aber auch erst ab 4, deswegen müssen wir auch nicht noch weiter runtergehen. Und wir sind sehr flexibel hier. Ich denke mal, Elysian Caryatid brauchen wir nicht. Es sieht mir nicht danach aus. Also eventuell mit Eidolon drin, aber so, scheint das nicht wirklich nötig zu sein. Ist nur die Frage. Wollen wir noch vielleicht die Moss Viper austauschen gegen das Eidolon, um ein bisschen mehr Enchantments zu haben? Ich glaube, das scheint mir sinnvoll zu sein. Einfach Enchantment-Nummern weiter nach oben treiben. Heißt das auch, dass wir hier irgendwas noch austauschen möchten? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir kommen hier mit dem Deck sehr gut klar. Man könnte vielleicht das Gift of Strength noch gegen eine Kreatur austauschen an der Stelle. Aber ich probiere es mal so. Ja, das sieht auch mir wieder ziemlich nett aus. Heißt ja nicht unbedingt was, wie wir im letzten Draft gesehen haben. Aber diesmal geben wir uns noch mehr Mühe. Also, bis gleich.